Sucuk, sucuk, sucuk. Türkisch ist der Sucuk. Sucuk, sucuk, sucuk. Yo, Bratkus, was geht ab? Und willkommen zu einem neuen Tag, wo wir nur eine Sache essen. Naja gut, wir mischen das heute. Heute ist Sucuk dran, Digga. Wer feiert Sucuk, erstmal ein Like da lassen. Wir essen jetzt nicht nur roh Sucuk. Das wäre natürlich langweilig. Wir haben heute richtig geile Spezialitäten am Start, wo Sucuk drin ist. Und ich freue mich so krass heute auf den Tag, denn Sucuk ist geil. Sucuk, sucuk, sucuk. Was essen wir als erstes? Okay, Bratkus, wir sind jetzt hier vor Kumru in der Schönleinstraße. Let's go. Sucuk, sucuk, sucuk. Türkisch ist der Sucuk. Sucuk, sucuk, sucuk. Türkisch liebt der Sucuk. Sucuk, sucuk, sucuk. Türkisch ist der Sucuk. Sucuk, sucuk, sucuk. Türkisch liebt. Oh mein Gott, Bratkus, guckt euch dieses Kumru an. Schön mit Sucuk. Sossis sind drinne. Mortadella-mäßig. Oh mein Gott, ich probiere das mal so. Mhm, schön auf den Grill. Habt gesehen, wie es zubereitet worden ist. Hier geiler Käse. Tomaten sind drin, Ketchup, Gurken. Ich bin gespannt. Dieses Brot, dieses Simit-Brot. Ey, Bratkus, diese Scheißkamera, die Aufnahmen sind leider weg, wo ich reingebissen habe. Aber es ist einfach göttlich, ja. Göttlich, göttlich. Schade, dass die Aufnahmen weg sind. Die erste Reaktion ist natürlich immer das Beste, ne. Wir gehen nochmal rein hier. Mmh. Oh mein Gott. Es ist einfach zu lecker. Ich finde das perfekte Frühstück. Und die Salami, die hier drin ist, die sind gar nicht so salzig, ja? Das Sucuk hier auch, wenn du raufbeißt, ganz leicht. Und genau so sollte es sein, sonst wäre alles hier viel zu salzig. Hier haben wir noch so eine Mortadella-mäßig drin. So eine längere Salami. Ja? Ganz wildes Ding. Dieses Brot, man denkt, es ist so hart, aber es ist so schön knusprig und zugleich weich. Und ich hatte gestern mich verbrannt am heißen türkischen Tee, Digga. Ich dachte, ich kann heute nichts mehr essen, aber das ist einfach perfekt. Oh mein Gott, der perfekte Start in den Tag mit Kumru, Digga. Mmh. Oh mein Gott. Ganz wildes Ding. Ey, ich sag euch ehrlich, für 4 Euro, oh mein Gott. Es ist so lecker, wirklich. Ich komme gerne wieder. Die Mitarbeiter, sage ich euch ehrlich, die waren ein bisschen hektisch und ein bisschen nicht so freundlich. Das macht es immer ein bisschen kaputt. Aber die haben überzeugt mit dem Kumru. Wenn die Mitarbeiter freundlich sind, dann schmeckt das Essen direkt auch leckerer. 100% mit Liebe gemacht. Ja, auch wenn viel zu tun ist, seid einfach freundlich. So, wir gehen nochmal rein. Oh Mann. Es ist einfach krass. Das ist eine 9 von 10. Safe. In dem Sinne sehen wir uns beim nächsten Sucuk-Essen. Digga, das Video ist so geil, Digga. Sucuk ist geil. Sucuk, Sucuk, Sucuk. So, Bratkus, wir sind jetzt am Cottbusser Tor mal wieder. Ja, hier gibt es halt die Food-Hotspots aus Berlin. Die meisten zumindest. Und wir gehen jetzt zu etwas ganz Besonderes. Einen Döner, der aus Sucuk besteht. Er heißt Söner. Ich bin sehr gespannt, wie es schmeckt. Ich habe es noch nie gegessen. Let's go. So, wir sind bei Söner. Der Sucuk-Döner, wa? Ah, Sürüm habt ihr auch? Also Dürüm? Sürüm, ja. Okay, geil. Aber ich nehme den Söner. Ich nehme den Söner heute. Probier ich. Sucuk, sucuk, sucuk. Türkisch ist der Sucuk. Sucuk, sucuk, sucuk. Türkisch liebt der Sucuk. Sucuk, sucuk, sucuk. Türkisch ist der Sucuk. Sucuk, sucuk, sucuk. Türkisch liebt der Sucuk. Wie am besten schmeckt, sag. Ja, am besten das Sucuk. Soße bitte, andere Soße. Oh mein Gott, Bratkus, wir haben hier den Söner, Digga, wie vollgepackt ist der? Ach, ich weiß gar nicht, wie man den essen soll. Das ist einfach zu voll, Digga. Also ich bin gespannt, was das kann.
unser Mittagessen. Let's go, wir gehen rein. Es hat einfach wirklich diesen Döner-Vibe. Wegen den Soßen. Wegen den Soßen. Cheese ist hier drauf, okay? Zwiebelsalat. Ich sage euch echt, der ist einfach, guckt euch das an, das ist ein Monster, Digga. Es ist sehr schwer zu essen, ohne dass man sich dreckig macht. Ihr wisst, ich liebe es, wenn irgendetwas kompakt ist, ja, dass nicht viel auf den Boden fällt, so. Wir haben hier wieder sehr schönes Brot. Ich glaube, so ein Brot mit Dönerfleisch wäre auch krass. Ja, oder vom ersten Laden, das Brot war top. Wenn da ein normaler Döner drin wäre, ich glaube, würde alles auseinandernehmen. Probieren wir jetzt nur das Sucuk. Einfach Sucuk-Döner, Digga. Okay, hier merkt man wieder auch, es schmeckt nicht so salzig. Aber ich sag euch ganz ehrlich, ein bisschen wenig Geschmack. Ja, es ist echt nicht, also es ist nicht penetrant, es ist geil. In der Kombination wieder, wie auch beim Kunguru, dass das Sucuk sehr wenig Geschmack hat. Ja, also es hat, klar kommt noch diese Sucuk-Note irgendwo raus, aber es ist nicht dieses normale Sucuk, ja, was wir aus dem Laden ganz normal kennen. Also den Söhner kannst du nicht essen, ohne dreckig zu werden, Digga. So ein Ding ist das. Guckt euch das an. Meine Jacke hat wieder mitgegessen. Ich küsse dein Herz. Schmeckt mir gut. Ist mal was Neues, ja. Nicht immer Döner, einfach heute mal den Söhner. Also am Anfang hatten wir sozusagen etwas zum Frühstücken. Für mich ist Sucuk immer Frühstück irgendwie, ja. Ich weiß nicht warum. Weil immer Sucuk mit Eier, ja, habe ich immer gefeiert. Aber das schmeckt diesmal nicht nach Frühstück, ja. Das Kumru kannst du so immer zum Frühstück essen. So geil, gerne auch wieder, gehe ich privat auch wieder in Kumru essen. Aber im Söhner würde ich sagen, das ist kein Frühstücksding, ja. Das kannst du zu jeder Uhrzeit essen. So, gib ihn, guckt euch das an. Boah. Es sieht auf jeden Fall krass aus. Aber obwohl hier nicht so viel Fleischsorten zusammengemixt worden ist, ist es mir irgendwie zu viel Fleisch. Ja, beim ersten Laden war mehr Fleisch, aber es hat nicht so krass nach Fleisch geschmeckt. Hier schmeckt so wirklich die ganze Zeit Fleisch raus. Wir gehen nochmal in den Biss rein und machen uns damit komplett dreckig. Es ist was Feines. Also es ist wirklich ein Sucuk-Döner mit Dönersoßen. Ganz klar. Wir haben noch Cheddar-Soße drauf gemacht. Er meinte, so schmeckt besser. Die kommen gar nicht so krass zum Vorschein, finde ich. Aber im Großen und Ganzen, nices Ding. Das ganze Ding hat 5 Euro gekostet. Ja, geht voll klar. Eigentlich 4,50 Euro, weil ich Cheddar-Soße drauf gemacht habe. 5 Euro. Ihr könnt noch Jalapenos und alles drauf machen. Ist immer 50 Cent mehr. Finde ich ein bisschen, dann wird es schon 5,50 Euro. Weißt du, was ich meine? Dann machst du noch eine Sache drauf, 6 Euro. Aber ist okay, kann man sich nicht beschweren. Man wird auf jeden Fall satt. Kommen wir zur Bewertung. So, ich gehe hier mit einer Bewertung von 7 von 10. Stabiles Ding, aber Kumru hat heute die Messlatte so hochgesetzt für die Sucuk-Gerichte. Ja, klar gibt es noch Sucuk mit Eier, Gözleme, dies, das, Pita, alles Mögliche, ne? Es gibt 1000 Gerichte mit Sucuk. Heute testen wir 3 und das ist das. Ich habe das heute das erste Mal gegessen. Und ich bin positiv überrascht. Man kann es auf jeden Fall machen. Und jetzt sehen wir uns bei einer speziellen Sache, die ich auch noch nie gegessen habe. Digga, einfach Säfte. Ich glaube, heutzutage wird alles mit Sucuk verbunden, Digga. Einfach Köfte. Hallo YouTube. Hallo. Hi. Jebote? Marco? Was? Jebote? Ich hab eine ganze Familie. Was? Wallaya! Nein, ich bin es nicht. Natürlich. Sucuk, Sucuk, Sucuk. Okay, Bratkos, wir neigen uns den Abend zu, das heißt Abendessen. Und ich sag euch ehrlich, ich hab keinen Bock mehr auf Sucuk, Digga. Aber trotzdem gönnen wir uns jetzt die Säfte. Ich liebe Köfte, ja. Dazu kommt auch ein Video. Ich weiß nicht, ob es schon online ist, vor dem Video oder nach dem Video. Wir suchen die besten Köfte. Und das war unnormal lecker. Ich liebe dieses Gericht so krass, ne? Es ist unglaublich. Wow. Ich hoffe, Säfte wird mir schmecken. Let's go. Sucuk, Sucuk, Sucuk. Ja, Säfte. Säfte, genau, Säfte. Säfte soll sein. Speziell.
zwar extra noch Käse, ja? Ja. Okay, Bratu, ich bin sehr gespannt, wie die Säfte schmecken werden. Ja, ich liebe Köfte, ich liebe Sucuk und beides gemischt kann doch eigentlich nur schmecken, oder? Also, ich bin so gespannt gerade. Heute neue Sachen probiert. Auch wieder dieses schön weiche Brot, das hatten wir heute überall, ja, so ähnlich. Wir gehen rein, schön mit Jalapenos, Tomaten, frischen roten Zwiebeln, Salat. Mhm. Okay. Spezialsoße, meinte er. Geil. Geil. Ich muss mich da nur reinfuchsen. Ich habe das Fleisch nicht so richtig geschmeckt. Hier, ich probiere mal einzeln. Jetzt bin ich gespannt. Also, es schmeckt sehr stark nach Rindfleisch, ja. Ob man jetzt die Sucuk richtig rausschmeckt, sei dahingestellt, ja. Also, ich finde, klar ist ein bisschen dieser Knoblauch, diese Knoblaucharomen sind drin, aber ich sag euch ehrlich, es schmeckt nicht so stark nach Sucuk, ja. Also es ist einfach, du hast jetzt einfach Hackfleisch in ein Sandwich gepackt, ja. So schmeckt es gerade für mich mit der Soße, kommt aber sehr geil. Mhm. Die Soße erinnert mich an irgendwas, aber ich weiß nicht an was. Ob es sogar in die Richtung von Burger King geht. Ich habe gerade wirklich so ein Feeling wie bei Burger King, ich weiß nicht warum. Ist ja schon irgendwie was wie ein Burger, ne? Wenn man so überlegt, Hackfleisch ist drin. Hat ein Burger-Style, finde ich, auch mit dem Brot. Hat was. Obwohl ich keinen Bock mehr hatte auf Sucuk. Na gut, man schmeckt die Sucuk nicht so raus. Schmeckt es sehr gut. Ja, ich bin überrascht. Mm. Ihr seht die Größe vom Söfte. Kostet gerade im Angebot 3,50 Euro. Also könnt ihr super probieren hier in der Seestraße. Ja, einfach mal probieren. Für 3,50 Euro kann man nichts falsch machen. Und ansonsten kostet es 4,50 Euro, ja? Aber für 3,50 Euro sozusagen Probierpreis kann man mitnehmen, safe. Es ist nicht so krass fettig wie gerade der Söfte. Ja, der war so vollgepackt, so viel Soße. Der ist wieder kompakt, den kannst du easy essen. Das Fleisch ist ein bisschen übersalzen, würde ich sagen. Aber wenn du es im Komplettpaket isst, dann ist es super. Ja, komm, wir gehen nochmal rein hier in den schönen Bissen mit den Jalapenos. Ich glaube, da wurde nicht gegeilt mit den Jalapenos. Guten Tag, Toilette. Hm. Doch, Mann, ist krass. Die Jalapenos sind auch gar nicht zu scharf. Ich esse das Ganze noch auf und dann kommen wir zur Bewertung. Sucuk, Sucuk, Sucuk. Ein bisschen zu salzig, aber so als kleiner Snack, mal abseits von Döner, Pizza oder sonst was, kann man sich das mal geben. Es ist im Grunde genommen Hackfleisch im Brot mit Salat, Soße, frischem Salat, Jalapenos. Dieses Brot ist richtig geil, richtig schön soft. Ja, nice, kann man sich nehmen, ein geiles Hackfleisch-Sandwich, würde ich sagen, ja. Die Sucuk habe ich jetzt, um ehrlich zu sein, nicht so krass rausgeschmeckt, aber es hat mir persönlich sehr nice geschmeckt. Aber es ist nicht dieser Wow-Effekt, den ich hatte. Wisst ihr, was ich meine? Wir gehen mit einer Bewertung von 7 von 10. Ja, mein Bratanz. Einen ganzen Tag Sucuk gegessen. Alter, was ist los? Was sollen wir als nächstes essen? Schreibt mir gerne in die Kommentare und checkt hier die nächsten Food-Videos ab, denn da ging's richtig ab. Wir sehen uns hier. Butte Karotte. Sucuk, Sucuk, Sucuk. Türkisch ist es Sucuk, 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 Sucuk.